Juhu, willkommen zurück zu den Convenience Store Simulator. Willkommen zurück zu der Convenience Store von Chillers Art. Das letzte Mal hatte ich einfach das Spiel beendet gehabt mit dem Gedanken, dass es ja gespeichert wird. Ne, wird's nicht. Wir sind jetzt wieder bei Nacht 2, also wir sind jetzt wieder bei Nacht 2 und bleiben mit dem Mauszeiger im Spiel drin, habe ich gehört. Und klicken keine YouTube-Videos an. Ach, Junge, Junge, Junge. Oh, so viel passiert und so wenig Zeit. Gut, wir gehen zur nächsten Schicht. Wir nehmen ein bisschen TNT mit. Ist ein Regenschirm. Wird schon richtig und wichtig sein, den mitzunehmen. Und eine Taschenlampe. Und es klopft am WC. Werden wir ein bisschen mal runterspülen. So. Hallöchen. Oh, oh, ein Paket. Ich dachte es gerade so, öffnen? Nö, wir machen die Tür wieder zu. Passend für die Schicht, um diese ganzen Kackkäufer und diese blöde Großmutter zu ertragen. Ah, das befriedigende Geräusch von einem kleinen Xöff. So. Und jetzt ist erstmal Kassettenzeit. Ah, mal gucken, was jetzt hier mit deinem Fernseher läuft. Ich bin happy. Ich kann es noch ein bisschen leiser machen, nicht, dass es zu laut ist, aber sollte ja auch nicht zu leise sein für die Atmosphäre. So. Ja, wir gehen nah ran. Wir wollen viereckige Augen. Und wir sehen nicht viel. Okay, das war eine, wie soll ich sagen, es war eine hübsche Hecke. Ja. Kluge Leute wüssten bestimmt damit was anzufangen. Oh, wir haben den Regenschirm sogar in der Wohnung schon aufgemacht. Das ist natürlich vorbildlich und, was ist denn das Schwarze da oben in den Ecken? Ich weiß nicht, wie gesund das ist. Wird da vielleicht bei dem Vermieter anrufen, aber es ist nur so eine Idee. Die gute Nachricht ist, dadurch, dass ich jetzt nochmal nachspielen musste und der Regen wirklich ein bisschen laut ist, habe ich den groß und artigen Vorteil, dass ich theoretisch den Weg kenne jetzt zum Laufen. Also wir sollten nicht nochmal so rumirren müssen wie die letzten Male. Also ja, nämlich hier runter, also nicht direkt hier, sondern nach dem Häuschen. Quasi hinter dem Haus rechts. So, genau. Dann gleich zur Hauptstraße rechts und dann passt das. Oh ja, Zero, bitte erzähle mehr wie ein Navigationssystem. Das ist unfassbar unterhaltsam. Danke, danke. Ich weiß doch. Es wäre jetzt ein Graus, wenn es diesmal nicht klappen würde mit der Wegfindung. So, gerade eben ohne Aufnahme ausgezeichnet. Mit Aufnahme. Ja, bro. Ja. Aber das sieht gut aus. Jetzt immer geradeaus. Und irgendwann, wenn nicht alles so stockfinster ist, dann leuchtet uns unser Licht am Ende vom Tunnel. Unser Lieblingsort, an dem wir schon immer sein möchten und ewig verweilen wollen. Der Store. Seht ihr diese Wärme, dieses Beruhigende, so was der ausstrahlt? Nicht? Da muss es an euch liegen. Also ich bin mehr als zufrieden. Jo, und drinnen haben wir den Schirm auch direkt weggeworfen. Jo, diesmal keine nette Begrüßung, die uns erklärt, dass es keine Geister gibt, die Türautomatik ein bisschen spinnt und das mit der Brücke auch eine gruselige Geschichte ist. Tropft so ein bisschen runter von den Haaren, das wäre ein schönes Detail. Ah, wir müssen Regale einräumen. Das stand bestimmt auf dem Zettel drauf, den ich jetzt nicht gelesen habe, aber das ist in Ordnung. Wir machen das einfach trotzdem. Oder ich werfe es zumindest hin, dass ich mir Wegzeit spare, aber ich stempel trotzdem vorher an. Also, schenken muss man auch nichts. Ja, hier muss es wahrscheinlich hin. Genau. Jo! Liegt da noch mehr? So viel Zeit muss sein, also. Ah, ich bin so ein großzügiger. Ah, ja. Ich spende Arbeitszeit. Das ist... Yeah.
Gut gespielt, Spiel. Wir werden ausgeraubt, nein. Gut, dass ich nicht meine Schicht begonnen habe. So kann das nicht auf mich zurückfallen. Aha. Yeah. Wir werfen es erstmal hin. Sicher ist sicher. Nicht, dass nochmal so ein Frechdachs auf die Idee kommt, uns einzuschließen. Also, so weit kommt's noch. Tja. Yeah. Vielleicht sollte ich jetzt meine Schicht anfangen. Das wäre mal eine gute Idee. Der ist gerade gespawnt. Aber ich werde ihn jetzt einfach mal ignorieren. Meine Stempelzeit gilt. Wow! Junge! Du Drecksack, du Elendiker. Ja, buh. Okay, gut gespielt. Ja, das hast du tatsächlich gut gemacht, doch. Da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Ja, ist alles okay. Ja, danke, bitte nicht nochmal. Oh, Junge. Ja, es freut mich, dass du es mir versprichst, nicht wieder zu tun. Das freut mich ungemein. Ja, ich verklopp die Stempeluhr. Was müssen wir machen? Einige Produkte fehlen in den Regalen. Es wäre super, sie wieder aufzufüllen, weil volle Regale ist unser Motto. Soll das bitte bis morgen alles aufgefüllt haben? Unser Manager. So. Jo. Du kommst vielleicht hier? Nö. Ich find das schon raus, was wohin gehört. Jo. Aha. Ah. Ja. Ja, aufgefüllt. Dann die Knabbereien. Oder was ist das, so Fertiggerichte? Ja, doch, okay, ja. Genau, die dahin. Und hier sind irgendwelche anderen Sachen. Da lässt schon einer den Motor laufen. Das ist wahrscheinlich unser super lieber Kollege, der sehr ausreizen wollte, dass ich krankenversichert bin. Wo ist denn das Regal jetzt leer? Gleich hier. Ja. Restock. Alles wieder aufgefüllt. Groß und artig. Hallo Hamada. Grüße dich. Was? Irgendwas stimmt mit der Klimaanlage nicht? Überseemed, desperate in keeping. Okay, unser Boss schien sich besorgt, dass die Lebensmittel da frisch bleiben und so. Also wegen der vielleicht kaputten Klimaanlage. Er hasst es, so spät zu arbeiten, aber er wird halt gut bezahlt und so. Und so, ja. Ja, ich soll es einfach vergessen oder so. Oder ihn nicht verurteilen, keine Ahnung. Er checkt das kurz draußen. Und ja. Ist gleich wieder da oder so. So. Ja. Also der guckt jetzt nach der Klimaanlage. Dass die ganzen wunderbaren Gerichte, die wir jetzt auch wieder in die warmen Regale reingestopft haben, auch wieder frisch bleiben. Weil so funktionieren Regale. Oh, Junge. Was kommt als nächstes? Oh, ich trau mich gar nicht. Hat der mich dann auch hier eingeschlossen, der Drecksack? Aber mit beiden Türen, das war raffiniert. Jo, haben jetzt wieder direkt unseren Schirm? Nö, wir brauchen keinen Schirm mehr. So, das hier ist die Klimaanlage, oder? Aha. Da ist ein Schlüssel. Oder so ähnlich. Und da leuchtet's wieder. Das ist von drinnen, oder? Jo, hier, Kollege,
Lass dir Zeit, ich lass mir auch Zeit. Dann checken wir das zusammen. Aber hast du gesehen, da ist blaues Licht. Und falls du nicht weißt, was das macht, das leuchtet blau. Ah, jo, herrlich. Und jetzt? Amada? Hier, ich leuchte dir. Das ist immer noch mal angenehm, immer zu haben, der noch mal ein bisschen so mit zuleuchtet. Ich glaube, du müsstest erst die Gerätschaften hier ausschalten. Das würde helfen. Und dann die Schrauben lockern. Du hast jetzt nichts gemacht. Ja, dann kümmere ich mich halt drum. Mach ich halt auch noch deinen Job. Ist okay, du. Vielleicht werde ich dann auch gut bezahlt. So. Wir haben einen wunderbaren Schlüssel. Jetzt bleiben zwar die Lebensmittel nicht mehr frisch, aber wir haben diesen wunderbaren Schlüssel, wie gesagt. Können die Tür wieder zumachen und... Hab keine Ahnung, was ich jetzt mit diesem Schlüssel machen soll. Die Toilette verschließen, falls Kunden sich wieder aufregen, wie die alte Troller. Madam? Wo bunkere ich denn jetzt diesen Schlüssel? Irgendwo, wo er sicher liegt. Hier. Hier kommt kein Kunde so leicht hin. Da ist der Schlüssel gut aufgehoben. Jo, oh, die kann sich selbst was holen. Oh, sie ist selbst und ständig. Das freut mich. Ah, Mann. So langsam beruhige ich mich wieder. Oh, Entschuldigung, ich wollte die Tür nicht betätigen. Sonst noch irgendwas, werte Dame? Das ist alles. Ja, hä? Gibt's heute einen VHS-Abend, ne? Jo, hier gar kein Problem. So, hier und piep. Vielen Dank, wir sehen uns bald wieder. Hey. Ja, ich bin der Einzige, der hier arbeitet. Das ist vollkommen richtig. Was? Die kann das nicht glauben, okay. Was für ein Manager tut eine Frau ganz alleine um Mitternacht hier Schicht arbeiten lassen? Ja, ein sehr vertrauenswürdiger Manager, hätte ich gesagt gehabt. Auch in unsere Kampfkraft. 6 Jahre Kampfsport. Ja, wir haben gar keine andere Wahl. Für $13 die Stunde oder so, ja, müssen wir das machen. Well, at least we will say give you my protection charm. Okay, also, ja, sie schenkt uns ihr Vertrauen oder so, oder, keine Ahnung, ihren Segen. Ja, und jetzt sollen wir vorsichtig sein. Ah, ein Talisman. Ja, gut, oder das. Das ist auch nett. So. Jetzt haben wir einen guten und sicheren Talisman. Was machen wir jetzt mit diesem, mysteriösen Schlüssel. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann mich auch an keine Tür oder Box oder sonst irgendwas erinnern, das verschlossen ist. Der Automat hier, der PNG-Automat, aber nein. Doch, das scheiße aus. So. Die Oma hat das letzte Mal geschissen. Guck mal. Irgendwas werden wir doch hier finden. Geldkassetten oder Tresore oder Autos oder Müllcontainer. Ja, Müllcontainer. Das ist das, worauf ich Bock habe. Ach, keine Ahnung. Gucken wir mal, ob es hier vorne irgendwie irgendwas gibt. So. Müll haben wir nicht. Ja, gab es auch Automaten. Vielleicht die. Vielleicht ist das so ein Sicherheitsschlüssel oder den Briefkasten. Den Briefkasten. Den können wir aufschließen. Das ergibt Sinn. Aha. Oder nicht. Aha. Ich wünschte, ich hätte vielleicht besser aufgepasst. Gott, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Schlüssel machen soll. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Okay. Das Scheißhaus spricht mit mir. So. Runter damit. Aber diesmal habe ich einen Schlüssel, oder auch nicht?
Oh, das ist jetzt langsam nicht mehr witzig, Kollege. So, hier, die Popospülung an. Oh, diese Vandalen! Oh, wer macht das jetzt hier alles wieder sauber? Hä? Ach nö, oh nö. Aha. Ich wusste, sie kommt. Ich habe mich trotzdem erschrocken. Das war so vorhersehbar. Die hat die Bänder durchtrennt. Ja gut. Oh boy. Talisman aufpicken? Ja, warum nicht? Ist das so eine gute Idee? Vor allem statt dem Schlüssel? Kann man die irgendwo hinkleben? Irgendwo, wo man sich sicher fühlt? Die hat doch die Troller hinterlassen, oder? Die Talismane. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Oh, Junge. Dieser Regen. Aha. Ich weiß nicht, ob das noch zu meiner normalen Arbeit gehört. Exorcise the door, ne? Ich habe einen Talisman hingeworfen. Jetzt fühle ich mich sicher. Gib den nochmal her. Ach so. Ja doch, das ergibt Sinn. Ach so, wahrscheinlich hätte ich mit dem Schlüssel sie auch aufschließen können stattdessen. Das wäre ein Unterschied gewesen, wie Tag und Nacht. Ja gut. Ja, so haben wir sie eingesperrt. Spiel vorbei. Eine erfolgreiche Schicht, wieder ein Geist zerstört. Ghost Whisperer werden stolz auf uns. Wir haben den Regen vertrieben und die Geister. Das ist großartig. Wo ist jetzt der Schlüssel? Ich kann trotzdem versuchen, sie aufzuschließen. Nur mal aus Spaß. Kind, wer das einfach so auf sich beruhen lässt. Ich weiß zwar nicht, wo der Sinn dahinter liegt, die so gesehen erst zu versiegeln, die Tür, und sie dann aufzuschließen, aber. Jo. 4. Ja, ich fürchte mich. Der Manager, der sieht ein bisschen tot aus. Und 4. Und Videokassetten und Ratten und Müll. Und ich glaube, die Tür ist wieder zu. Großartig. Junge! Okay. Ja. Ich mache einfach die Taschenlampe aus. So, wenn man es nicht sehen, dann ist es nicht gruselig. Easy. Ja, ich kann die Tür nicht öffnen. Ich kann sie auf... Junge. Ach so, wir haben sie versiegelt, damit die Troller nicht reinkommt. Jetzt sind wir beide sicher, Kollege. Jetzt. Sind wir jetzt wieder zu Hause? In der dritten Nacht? Ja, ist ja großartig. Ciao, Kakao.